I will shake away the cloudy skies with a California lullaby. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Star Stable Video von mir. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade in meinem Stall und zwar gibt es heute von mir das große Pferde-Umstyling. Ich habe mir 10 Pferde ausgesucht, die heute eine neue Frisur verpasst bekommen. Die stehen hier alle in ihren Boxen, also nicht Birdsong, das Quarterhorse, auf dem ich gerade sitze, das hat ja schon eine neue Mähne bekommen. Aber die Pferde, die jetzt alle in den Boxen drin stehen, werden jetzt alle umgestylt und ich dachte, ich nehme mich einfach mal mit. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Und dann fange ich einfach schon mal direkt an, hier mit meinem Clydesdale Cloud Jumper. Die Pferde, die jetzt hier drin stehen, müssten auch alle Level 1 sein, weil ich finde, es macht am meisten Sinn, irgendwie Level 1 Pferde umzustylen, weil ich die ja dann noch am meisten reite, also sprich noch am meisten was davon habe. So, ich werde mich dazu immer auf dem Weg zu Steve machen, Steves Farm, weil ich glaube, das ist der nächste Pferdefriseur. Dadurch, dass es ja diese kostenlose Verbindung von der Starshine Ranch zum Moorland gibt, glaube ich, fahre ich damit jetzt am besten. Genau, und da werde ich jetzt mit jedem einzelnen der 10 Pferde hinreiten. Ich denke mal, das wird etwas dauern. Ich werde dann die Zwischenteile, wie ich hin- und zurückreite und so weiter, werde ich rausschneiden, denke ich, damit es für euch nicht so lange dauert. Und dann gucken wir doch mal, was haben wir denn? Was ist das denn? Ah, so, das sind die mit diesen... Stimmt, das haben auch, glaube ich, nur die Clydesdales, ne? Cool. Haben sie denn trotzdem noch... Ach, normale Zöpfchen haben sie trotzdem auch noch. Ah, cool. Ich war mit einem Clydesdale noch nie beim Pferdefriseur. Ich dachte eigentlich, das ist nur die... Okay, es gibt die ganz kurze. Es gibt die, das gefällt mir aber auch gut, Leute. Das schaut gar nicht mal schlecht. Also ich bin eh so ein Fan von den Zöpfchen irgendwie. Ich glaube, dass mir die am besten gefällt. Das ist vorher, das ist nachher. Ich glaube, ich bleibe bei der hier. Weil es werden nachher noch ein paar andere Pferde Zöpfchen bekommen. Nicht, dass es zu viele mit Zöpfchen werden. Wobei mir das schon auch echt gut gefällt, ne? Also das schaut auch nicht schlecht aus. Nee, aber ich glaube, ich bleibe bei der hier. 19 Star Coins, jawohl. Und das erste Pferd hat einen neuen Look bekommen. Und ja, es gefällt mir echt gut. Ich habe mir hier jetzt auch hauptsächlich Pferderassen rausgesucht, die ich recht häufig habe. Also ich habe ja von einigen Pferderassen mehrere Pferde im Stall und dass da ein bisschen Unterschied ist quasi, habe ich jetzt extra Pferde rausgesucht, die von denen ich quasi mehrere habe, damit ich immer noch welche im Stall habe, die Originalmähne haben. So, dann räume ich mal Cloudjumper wieder auf. Das ist der auf jeden Fall schon mal aufgehübscht, wenn ich ihn dann leveln möchte. Und die Mähne gefällt mir echt gut. Die gefällt mir fast besser als die erste Mähne. Ja. So, Dragonfly, mein Connemara, was ich leider schon hatte, bevor dieses Angebot kam. Und das eine Connemara, also mir fehlt nur noch eins, der Apfelschimmel. Und genau das war natürlich nicht dabei bei dem Angebot, sonst hätte ich es mir da jetzt geholt. Und die anderen hatte ich leider alle schon. Und ich mag irgendwie die Anfangsmähne von den Connemaras überhaupt nicht. Deswegen... Bin ich jetzt gespannt, mir mal die Mähnen anzugucken und hoffe, dass mir da was gefallen wird. Was ich euch mal noch fragen wollte, das mache ich am besten jetzt gleich, wenn ich hier eh gerade schon auf dem Weg bin. Habt ihr denn auch Lust auf Videos zu anderen Spielen? Also ich hatte ja vor 2 Monaten mal 4 Teile, also 4 Videos waren das von einem Let's Play zu Ostwind, also dem PC-Spiel Ostwind, hochgeladen. Das hat aber... kaum jemanden interessiert. Allerdings hatte ich da auch noch kaum Abonnenten. Also viele von euch sind ja erst in den letzten 2 Wochen dazu gekommen, was mich auch mega freut. Ich bin super dankbar um jeden einzelnen Abonnent. Nur jetzt hat sich mir die Frage gestellt, ob ihr denn Lust habt, dass ich auch von anderen Spielen Videos mache oder ob euch nur Star Stable interessiert. Das schreibt mir doch bitte mal, weil ich mich jetzt dann da echt danach richten würde, weil ich natürlich Videos machen möchte, die euch gefallen und irgendwie hat mein Connemara gerade einen Zitterschock. Weil... Oh nein, überlebe. Halte durch. Auch die schauen hier wieder so süß aus. Oh, ich stehe auf die Zöpfchen. Das ist aber auch schön. Das ist auch schön, aber ich gehe hier mal ganz kurz raus und wieder rein. Ja, jetzt ist es weg, okay. Also das gefällt mir richtig gut. Und das war nicht schlecht. Einmal der und einmal der. Wobei mir der jetzt fast besser gefällt von hinten. Und von vorne...
Ja, die Mähne gefällt mir richtig gut. Ich finde irgendwie die originale Mähne so unordentlich. Oder die Zöpfchen. Oh, die Zöpfchen sind halt auch toll, ne? Ich glaube, ich gebe dir die Zöpfchen. Und dann lieber dem anderen. Ich habe nämlich gleich noch einen Connemara zum Umstylen. Ja, du bekommst die Zöpfchen. Ich finde, die Zöpfchen stehen dem richtig gut. So. Ja, das schaut richtig schön aus. Das gefällt mir gleich viel, viel besser, das Pferd. Jetzt sieht man auch die Blässe richtig schön, die es da an der Stirn hat. Auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden gerade mit meiner Wahl. Irgendwie stehe ich allgemein momentan total auf die Zöpfchen. Ich weiß auch nicht warum. So, dann darf die kleine Dragonfly auch wieder in ihre Box. Und da hinten seht ihr schon, wartet das nächste Connemara. Und ich glaube, dem werde ich jetzt die lange Mähne geben. Die gefällt mir nämlich auch richtig gut. So, du Süßes. Und ich glaube, zu dem passt das besser als zu dem anderen. Genau, also wie gesagt, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, ob ich denn das Ostwind-Let's Play zu Ende machen soll, ob das sich dann überhaupt jemand anschaut. Und ja, einfach wie ihr das findet oder ob ihr nur Lust auf Star Stable Videos habt. Das finde ich sehr interessant, weil, genau, ich will ja das machen, was euch gefällt. Ich hätte zum Beispiel nur, dass ihr so eine Vorstellung bekommt, was ich gern für Spiele spielen würde. Ich würde natürlich gern Ostwind zu Ende spielen. Ich hätte aber auch Lust auf Sims. Ich hätte Lust auf Ark. Ich hätte Lust auf Jurassic World Evolution. Ich hätte auch Lust auf so kleinere Spiele, die ich in meiner Kindheit gespielt habe, wie, keine Ahnung, Ice Age oder Ratatouille. Da gab es ganz, ganz tolle Spiele. Damals noch für die PlayStation. Die gibt es aber auch für den PC. Genau, auf sowas hätte ich alles voll Bock irgendwie. Deswegen lasst mich das mal wissen, ob das denn cool wäre oder ob das. So, welchen soll ich denn jetzt hier nehmen? Die? Oder die? Guck doch mal hoch. Ich will eigentlich beide schon. Ich glaube, mir gefällt jetzt fast die besser. Ja, mir gefällt die besser. Nehmen wir die. Oh ja, das. Das macht so viel aus. Ich mag die originale Conny-Mähne irgendwie gar nicht. Das hier habe ich auch. Das ist doch das Connemara, ne? Dass ich jetzt falsch geguckt habe. Das habe ich auch schon ausgelevelt. Das heißt, da werde ich die Mähne auch nicht ändern, dass wir die originale Mähne behalten dürfen. Aber ich finde das gerade viel schöner. Ich weiß nicht, ich mag das, die andere Mähne nicht so. Ich finde, die schaut so durcheinander aus irgendwie. So, weiter geht's zu meinem Andalusier Amber Hope. Wunderschön. Also, oh, ich liebe die Andalusier. Ich muss aber echt zu meiner Schande gestehen. Ich habe bis jetzt genau einen von meinen, ich glaube, fünf Andalusiern ausgelevelt. Ich weiß nicht warum. Ich liebe sie. Ich finde sie wunderschön. Aber irgendwie, es kamen in letzter Zeit so viele Pferde raus, die ich alle wunderschön finde. Und jetzt zu dem Western-Thema, was gerade so aktuell ist und was auch mich gerade sehr angesteckt hat. Also, muss ich schnell das Pferd dafür, dass es Level 1 ist. Genau, jetzt mit dem Western-Thema passen irgendwie Andalusier auch nicht mehr so. Also das sind für mich irgendwie so Pferde fürs englische Reiten. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Also ich weiß nicht, das ist nur so mein Empfinden. Ich kenne mich da jetzt nicht aus oder so. Keine Ahnung, ob man Andalusier auch fürs Westernreiten benutzen kann. Aber ich hätte jetzt mal spontan gesagt, nein, weil so schauen sie irgendwie einfach nicht aus. Ja. Falls ihr das wisst, könnt ihr mir mal schreiben. Aber ich weiß nicht, irgendwie käme ich mir jetzt komisch vor, auf dieses Pferd einen Western-Sattel zu packen. Also dagegen so ein schicker schwarzer Springsattel oder Dressursattel oder sowas sähe doch da irgendwie, ist mal so rein optisch irgendwie besser aus. Und auf normales Sattel habe ich irgendwie gerade keine Lust. Ich habe irgendwie gerade Lust auf dieses Western-Outfit und ich liebe auch die Bosals. Gut, jetzt gerade habe ich natürlich nichts auf. Die sind einfach richtig toll geworden. Ich bin auf das Halfter gespannt. Uah, nicht stehen bleiben. Ich bin so auf das Halfter gespannt, Leute. Ich hoffe, dass es gut aussehen wird. Und dass es das auch in verschiedenen Farben gibt. So, also wir haben natürlich hier auch diese Mähnen, die auch gar nicht mal so schlecht aussehen. Oh, das sieht auch schön aus. Oh, ich liebe diese Zöpfe, Leute. Was habe ich denn mit den Zöpfen? Ich finde die voll schön. Oh wei. Aber natürlich, würde ich für diese Mähne hier kriegen. Da brauche ich gar nicht lang zu überlegen, weil die ist einfach wunderschön, Leute. Die ist ein Traum. Oh, der Schweif ist auch geflochten. Das schaut einfach so gut aus. Wow, also wirklich wow. Richtig, richtig toll. Die Mähne ist einfach ein Traum, schaut richtig gut aus. Aber die Zöpfchen stehen den anders auch echt richtig gut. Tja. Jetzt weiß ich gerade nicht. Eigentlich wollte ich dem Weißen mit Sicherheit auch diese Mähne hier geben.
Ach, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher irgendwie. Mal sehen. Du hübsches Tierchen, Rose Petal. Lass mich mal gucken, was dir steht. Ob ich dir die gleiche Mähne verpasse oder ob du vielleicht die Zöpfchen bekommst. Also dieses Pferd ist so schön. Es schaut einfach aus wie, keine Ahnung, Einhorn oder so. Es ist wie nur das Horn. Aber es schaut ja so hübsch aus. Ich werde ihm nicht die Zöpfchen geben. Ich finde, das würde irgendwie diesen Look so ein bisschen, ich weiß nicht. Ich glaube, es wird auch die Frisur. Es ist zwar jetzt ein bisschen langweilig, wenn das jetzt die gleiche bekommt, aber ich glaube... Nee, das kriegt schon die. Ich glaube, das macht es uns kaputt, dieses... Oh ja, oh, ist das schön. Oh, Wahnsinn. Oh, also die Andalusia hat Star Stable echt richtig, richtig toll gemacht. Das muss ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal sagen. So, weiter geht es. Und zwar mit Sunny Boy. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich dem für eine Mähne verpassen wollte. Ich habe es ehrlich vergessen. Ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ich habe ja hier dem Quarter habe ich ja die Zöpfchen gegeben. Das ist aber bis jetzt das Einzige. Und ich habe ja jetzt noch hier meine anderen Quarter. Und da haben zwei jetzt schon diese, wie heißt das, genähten Zöpfe. Also diese kurzen haben jetzt schon zwei. Und ich habe aber noch 1, 2, 3, 4 mit der normalen Mähne. Ich glaube fast, dann bekommt das Pferd die gleiche Frisur wie das da. Ich glaube, das würde ganz gut passen. Ey Leute, ich sag euch, wenn jetzt irgendwie rauskommt, dass es auf der Starshine Ranch doch einen Friseur gegeben hätte und ich einfach nur so blind war, den zu sehen, dann werde ich mich ärgern. Und ja, das schaut echt gut aus. Das ist zwar auch schön, aber nicht schöner als die normale Mähne. Und ich liebe diese netten Zöpfe, aber ich denke, ich werde die machen. Seit wann steht da eigentlich nur noch Haare? Stand da nicht sowas wie Wildpferdemähne und so? Da stand doch eigentlich immer eine Bezeichnung. Jetzt steht da einfach nur noch Haare, egal bei was. Aber ja, du bekommst die Zöpfchen auf jeden Fall. Ja. Das steht dir gut. Ich finde das nur so schade, dass sie sich hier so verziehen. Ich hoffe, dass Star Stable dann nochmal nacharbeitet. Aber ansonsten stehen Sunny Boy die Zöpfchen echt sehr gut. So, wie viele habe ich denn jetzt schon? 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe jetzt die Hälfte. Und Leute, das ist schon ganz schön anstrengend, jedes Mal zu Steve rennen zu müssen. Also ich hoffe echt, dass ich das jetzt nicht nur übersehen habe. Nicht, dass auf der Starshine Ranch doch ein Friseur gewesen wäre. Das wäre jetzt ein bisschen peinlich. So ein ganz kleines bisschen, aber ich habe zumindest keinen gesehen. So, bei Supernova bin ich jetzt sehr gespannt. Weil eigentlich wollte ich bei den Achaltekinern die kurze Mähne lassen. Oder zumindest eben diese genähten Zöpfe, wenn das so heißt. Ups. Ja, genau. Zumindest die machen, damit so dieser Achaltekiner-Look quasi nicht verloren geht. Ich werde jetzt aber trotzdem mal gucken, wie denn die anderen Frisuren so ausschauen. Vielleicht entscheide ich mich bei diesem einen Achaltekiner dann doch noch für eine andere Frisur. Mal gucken. So, mal schauen. Also eigentlich wollte ich überall diese Mähne machen. Aber jetzt mal gucken, das schaut auch gar nicht so schlecht aus. Da bin ich mir gerade nicht sicher, ob mir das gefällt. Oder die, die finde ich auch eigentlich... Also die finde ich fast schöner als die. Die mag ich irgendwie gerade gar nicht. Entweder die... Oder hier die kurze. Aber ich glaube, ich bleibe bei der kurzen. Schade, dass die auf beiden Seiten ist. Ich fände es schöner, wenn die nur auf einer wäre. Nur doch die. Die wäre nur auf einer. Wie schaut es denn von hinten aus? Also ich schwanke gerade zwischen der und der. Also von hinten gefällt mir jetzt fast die hier besser. Nochmal von der Seite. Ich weiß halt echt nicht, ob das nicht den Achaltekiner-Look zerstört, wenn ich gleich so eine volle, lange Mähne nehme. Das wäre halt irgendwie noch so ein bisschen... Schade, dass die nicht nur auf einer Seite ist, sondern auf beiden Seiten. Jetzt finde ich die fast schöner. Aber irgendwie gefällt mir da auch der Schweif nicht so. Naja, ist jetzt nicht schlecht, aber nicht so schön wie davor. Nee, ich glaube, ich mache die kurze. Ich habe Angst, dass das so nicht mehr nach einem Achaltekiner aussieht. Wenn ihr solche Geräusche hören solltet, ich weiß nicht, ob man das gerade hört,
Aber ich habe 3 Meerschweinchen und die sind im selben Zimmer, in dem auch mein PC steht. Und deswegen ja, könnte es sein, dass ihr was hört. Oh Leute, ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare, für was ihr euch entschieden hättet. Wenn ihr das natürlich seht, dann ist es schon rum. Aber ich glaube, ich mache tatsächlich erstmal die hier. Ja, ich tue jetzt ja gar nicht lange rum. Ich mache die Mähne. Ich finde den Schatz immer noch nach einem Achaltekina aus. Und ja, das gefällt mir so auf jeden Fall ganz gut. Ja. Doch, passt. Vielleicht gebe ich ja noch irgendwann anders mal einem anderen Achaltekina diese Mähne. So, dann darf der auch wieder in den Stall. Und dann fehlen jetzt noch 4 Pferde, meine ich, wenn ich richtig gezählt habe. Ich habe noch 4 Pferde drin. Hä? Ah ja, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich schon. Nee, 3 Pferde fehlen noch. 3. Habe ich da vorhin falsch? Nee, passt schon. Alles gut. Ich war kurz verwirrt. 3 Pferde fehlen jetzt noch. Die mache ich jetzt noch schnell. Und zwar einmal mein wunderschöner, ups, Knöpfstrupper. Na, geh schon auf. Wieso gehst du nicht auf? Night Hunter. Ich habe halt alle Knöpfstrupper mir gekauft, alle 6. Und ich liebe die originale Knöpfstrupper-Mähne. Die schaut so schön aus. Aber es ist ein bisschen langweilig, wenn alle 6 Pferde die exakt gleiche Mähne haben. Und auch wenn ich die bei dem jetzt ändere, habe ich immer noch 5 Pferde mit der Mähne, obwohl die ja schon besonders schön ist. Also die gefällt mir echt richtig gut. Die finde ich sehr, sehr schön. Aber gut. Mal gucken, was es so gibt. Beziehungsweise was ihm so steht. Geben tut es ja eigentlich immer die gleichen Frisuren. Bei den meisten Pferden zumindest. Und die Knöpfstrupper sind so schön. Oh, ich habe bis jetzt, glaube ich, erst einen oder zwei. Nee, ich glaube, ich habe 2 ausgelevelt von den 6. Das ist echt schade. Ich komme mit dem Level nicht mehr hinterher. Gerade dadurch, dass ich ja auch noch nicht lange SSO spiele und am Anfang sehr überwältigt war von der Fülle der tollen Pferde, habe ich mir auch viele Pferde halt recht auf einmal gekauft. So, und komme deswegen irgendwie nicht wirklich hinterher. Ich glaube, ich kann jetzt ein Jahr lang jeden Tag leveln. Ich glaube, dafür würden jetzt die Pferde gerade reichen. Vorausgesetzt, ich würde keine neuen kaufen. Ja, aber Star Stable bringt halt auch immer so schöne neue Pferde raus. Und irgendwie weckt das dann den Sammlertrieb. So, was haben wir hier? Och nee, das gefällt mir dem jetzt gar nicht. Die Zöpfchen. Die wäre eine Option. Oder die. Zöpfchen oder die gefallen mir jetzt bei dem am besten. Oh, das ist schon auch süß, ne? Das ist schon auch süß. Die gefällt mir ganz gut. Aber Zöpfchen, dann würde er sich halt wirklich abheben von den anderen Knöpfstruppern. Und würde es vielleicht auch ein bisschen ruhiger machen, weil er ja durch die Punkte recht unruhig, sag ich jetzt mal, aussieht. Aber die, glaube ich, gefällt mir besser. Die originale Mähne ist halt schon echt schön, ne? Das Einzige, was mir an der originalen Mähne nicht gefällt, ist der Schopf. Schaut aus, als hätte man da so einen toten Seestern hingebappt. Irgendwie. Weiß nicht, der Schopf gefällt mir nicht. Der gefällt mir dir schon wesentlich besser. Oder halt gleich so. Wobei, ich glaube, ich nehme hier die. Auch wenn es mich in den Fingern juckt, die Zöpfchen zu nehmen. Ich sage immer Zöpfchen. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so heißt, Leute. Keine Ahnung. Bitte verbessert mich da, falls ich das die ganze Zeit falsch sage. Dann tut mir das auf jeden Fall leid. Und ja, die Mähne steht ihm ja mal ausgezeichnet. Ich glaube, da habe ich jetzt echt die richtige Wahl getroffen. Das schaut ja mal sehr, sehr schön aus. Ja, gefällt mir sehr gut. Genau, kannst gerne so stolz gucken. So, wieder zurück. Ich muss sagen, ich bin mit der Mähne hier sehr zufrieden. Das steht ihm echt gut. Weil, wie gesagt, die originale Mähne bei den Knöpfstruppern ist echt wunderschön. Aber so habe ich jetzt hier wenigstens ein bisschen... Warum rennst du denn nicht? Los, rennen. Wir haben hier ja nicht ewig Zeit. So, dann meine wunderschöne Ruby Rose. Jetzt bist du dran. Und eigentlich bei den letzten 2 weiß ich schon, welche ich nehme, denke ich. Vielleicht lasse ich mich noch umstimmen. Aber ja, mal gucken. So, was haben wir denn bei dir? Da haben wir die Zöpfchen. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Die und die. Hm.
Da gefällt mir der Schweif ehrlich gesagt nicht so. Ich wünschte, die Zöpfchen hätten den oder den Schweif, finde ich fast am schönsten hier. Aber ich muss sagen. Oh, der Schopf von der Mähne schaut von vorne super schön aus. Okay, jetzt bin ich mir doch nicht mehr sicher. Eigentlich war ich mir sicher, dass das Pferd hier auch die Zöpfchen kriegt. Aber vielleicht kriegt es auch die. Nein, ich glaube, ich bleibe dabei, glaube ich. Das schaut einfach super elegant aus. Und ich finde, das Pferd ist sehr elegant. Also irgendwie gefällt mir das sehr gut. Ich bleibe bei denen hier. Ich habe noch andere Jorvik'sche Warmblüter und ich glaube, dass ich vielleicht an denen mal diese Wildpferdemähne, hieß das ja eigentlich, was jetzt leider nur noch Haare heißt. Ja, nee, aber die gefallen mir echt gut. Die stehen ja gut, die passen irgendwie zu ihrer Farbe, keine Ahnung. So, und das allerletzte Pferd, Candy Crush, ein Pony. Ein super süßes Pony, von dem mir aber die Mähne leider überhaupt nicht gefällt. Ich mag dieses zweifarbige in der Mähne irgendwie gar nicht. Weiß nicht, ist er irgendwie... finde ich das Pony nicht so gelungen von der Mähne her. So, dann schauen wir mal. Wow, Hilfe. So, da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das die Zöpfchen kriegt. Und die verziehen sich da aber übel. Oh, bei dem verziehen sie sich aber übel, weil das Pferd so einen kurzen Hals hat, wenn es nach unten guckt. Doch mal gucken, wie die anderen aussehen. Aber nee, dieses zweifarbige in der Mähne gefällt mir gar nicht. Allerdings schauen auch da gerade die Zöpfchen echt heftig aus, wenn ich ehrlich bin. Also wenn es einfach nur so steht, schaut es wahnsinnig süß aus. Das gefällt mir echt gut. Und auch der Schweif, ich weiß nicht, warum das hier so komisch wegsteht. Irgendwie bei den anderen Farben hat mich das nicht so gestört. Aber dem Pferd stört es mich irgendwie. Ui, aber die Zöpfchen, die ziehen sich halt schon arg nach unten, ne? Ich denke, was liegt daran, weil das Pferd so einen kurzen Hals hat und sie so doll stricken muss. Aber doch, es bekommt die Zöpfchen, weil bei jeder anderen Farbe sieht man halt dieses zweifarbige da in der Mähne und das weiß ich, mag ich einfach nicht. Deswegen bekommst du auf jeden Fall die Zöpfchen und darfst einfach ab sofort nicht mehr grasen. Du hast jetzt offizielles Grasverbot, keine Ahnung. Ja, das gefällt mir wesentlich besser. Ja, I like. Blöd, dass es hier mal bergab geht. So, dann gehe ich jetzt nochmal kurz in den Heimstall. Oder Heimatstall, wie auch immer. Und zähle jetzt nochmal kurz nach, ob das wirklich 10 waren. Und ja, ich habe jetzt gerade noch ein Pferd im Kopf, was ich irgendwie ganz gerne noch ändern würde. Aber vielleicht, weiß ich nicht, wenn ihr da jetzt Bock drauf hattet und das Video mochtet, vielleicht mache ich auch einfach mal noch einen zweiten Teil. Ich hätte da noch so ein paar Pferde, die ich irgendwie auch noch gerne etwas abändern würde. Und ja, wie gesagt, ich zähle jetzt nochmal schnell durch. Ob das jetzt auch wirklich 10 Pferde waren. Ich will ja hier keinen bescheißern. Also wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genau. Und Birdsong ist das Pferd, was ich gerade reite. Jawohl, schaut auch gut aus. So, dann sind die ganzen Schönheiten hier umgestylt. Haben einen neuen Look bekommen. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat. Ja, und bitte schreibt mir mal, ob ihr denn da Lust drauf habt auf noch andere Let's Plays oder ob euch nur Star Stable interessiert. Das wäre wirklich noch spannend zu wissen, weil ich mich da echt nach euch richten möchte und nach dem, was euch so gefällt. Und ja, dann war es jetzt auch schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!